Liebe Kollegen und Kolleginnen, liebe Gäste, ich sitze jetzt hier in unserem leeren Hotelbetrieb, in einem von unseren leeren Restauranträumen. Wir haben gestern unser Hotelbetrieb komplett geschlossen, dadurch ist, dass ja die touristischen Übernachtungen verboten wurden und haben dann innerhalb von kürzester Zeit das Hotel zu einem sofortigen Stillstand gebracht. Das hätte ich letzte Woche noch gar nicht für möglich gehalten. Das Ganze ist über uns hereingebrochen in einer Geschwindigkeit, mit der wir kaum mithalten können. Permanent überschlagen sich die Ereignisse. Wir sind nur daran, sämtliche neuen Verordnungen zu lesen, uns daran anzupassen, unsere Mitarbeiter zu informieren, denen auch die Angst zu nehmen. Über die bricht es ja genauso herein. Die wissen ja auch nicht, was hier gerade geschieht. Und jetzt sitzen wir hier. Und das Hotel ist zu einem kompletten Stillstand gekommen. Unser Hotelbetrieb hat, seit wir 2003 neu eröffnet hatte seitdem keinen Tag geschlossen. Wir hatten keinen Tag ohne Gäste im Haus. Wir sind im Normalfall sind wir bei zwischen 80 und 120 Gästen, die bei uns übernachten. Dazu kommen natürlich auch teilweise manchmal noch Tagesgäste, aber auch sehr, sehr viele Restaurantgäste, die wir Tag für Tag bewirten. Darauf sind wir ausgerichtet und da kommt auch unsere ganze Kostenstruktur natürlich her. In der Hotellerie haben wir einen wahnsinnigen Fixkostenanteil. Wir müssen jeden Monat sehr, sehr hart arbeiten, sehr viel arbeiten, um erst einmal die Fixkosten zu decken, dann die variablen Kosten, um überhaupt in einen Gewinnbereich zu kommen. Momentan sind wir weit davon entfernt, einfach nur unsere Fixkosten zu decken. Gestern habe ich nichts anderes getan, als mit meinen Mitarbeitern zu sprechen, meine Mitarbeiter auch zu trösten, ihnen auch irgendwie ein bisschen Zuversicht zu geben und ihnen gleichzeitig allen zu erklären, dass sie in Kurzarbeit gehen. Dass gar kein Weg daran vorbeiführt, weil wir keine Arbeit mehr haben. Wir werden frühestens, und das ist tatsächlich sehr positiv gerechnet, am 19. April wieder eröffnen können. Das sind jetzt 4 Wochen und bis dahin ist einfach absoluter Stillstand. Wir wissen auch nicht so richtig, ob wir überhaupt danach verkaufen können, ob es Sinn macht, die Zimmer zu verkaufen oder ob wir die dann auch wieder alle stornieren. Und das macht gerade meine Reservierungsabteilung, kümmert sich gerade um die Rückabwicklung all der Zimmer, all der schönen Buchungen, die wir mit so viel Liebe und Mühe verkauft haben, die wir jetzt alle zurückbuchen müssen und kümmert sich um die ganzen Gäste, die natürlich anrufen und denen es so leid tut, dass sie jetzt doch nicht kommen können. Gleichzeitig verstehen wir das aber natürlich auch alle und es macht auch Sinn, dass wir jetzt alle zu Hause bleiben, denn umso mehr wir rausgehen, umso mehr wir auf andere Menschen treffen, umso weiter verbreiten wir den Virus. Aber ich muss auch ganz klar sagen, dass wir ein Hotelbetrieb sind. Wir standen bis vor einem Monat standen wir gut da. Wir haben gut gewirtschaftet. Wir haben es immer geschafft, unsere Mitarbeiter auch bei uns zu halten, unsere Umsätze zu erzielen. Wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben permanent investiert. Und jetzt ist absoluter Stopp. Und wir wissen nicht, wie lange wir das durchhalten. Wir wissen nicht, wie lange wir das schaffen mit all unseren Kosten, die ja trotzdem weiterlaufen. Unsere Darlehen etc., die auch ja irgendwann weitergetilgt werden müssen. Da fällt in so einem Hotelbetrieb fällt so viel an und ja, und keiner weiß so richtig, was Sache ist, was wir jetzt tun sollen. Und ja, und nun sitzen wir hier und sind alle eigentlich ziemlich sprachlos, was hier gerade mit uns passiert und was hier über uns hereinbricht und beten und hoffen und versuchen uns alle mögliche Zuversicht noch einzuverleiben, dass wir es schaffen, hier irgendwie noch weiterzumachen und dass wir es auch schaffen, unseren Mitarbeitern zu sagen, es geht irgendwie weiter, auch wenn wir eigentlich nicht wissen, wie oder wann und in welchem Umfang. Und jetzt möchte ich euch, liebe Kollegen und Kolleginnen, bitten, erzählt auch ihr eure Geschichte. Unsere Branche ist so wahnsinnig vielfältig, das kann sich jemand, der sich da nicht näher damit beschäftigt, so gar nicht vorstellen. Wir haben tausende von Betriebe, Kleinstbetriebe mit wenigen Mitarbeitern und die zählen aber genauso. Und auch ihr müsst eure Geschichte erzählen, damit wir nach außen tragen können, was hier mit uns gerade passiert, was für Folgen und was für persönliche Konsequenzen und was für Schicksale da auch dahinter steht. Also bitte tut uns allen den Gefallen, steht zusammen, erzählt eure Geschichte, damit die da draußen uns hören, damit wir nicht alleine gelassen werden.
und teilt das alle unter dem Hashtag Gastgeber in Not. Bitte teilt es unter Gastgeber in Not.